Geil, wie soll ich ihn loswerden? Wie soll ich den loswerden? Scheiße. Das hat auch nicht geklappt. Fuck. Ja, okay. Das ist sehr viel schwieriger als jetzt hier in Lihong. Der ist eine andere Hausnummer. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Mission werden. Ah, gut. Mal gucken. Ich glaube aber, ich fand die, glaube ich, damals immer am beschissensten. Ja, ich fand die echt, glaube ich, schlimmsten. Ich glaube, nee, das war immer noch. Ich glaube, ich war nicht da wirklich besser, aber ich mochte die Stadt ein bisschen. Also mir. Wir liegen Stadt mir. Ich finde Stadt besser als das da. Und auch so viel davon. Ich fand die Stadt ein bisschen, ja, besser. Mal gucken. Und oh Gott, Kolumbien, ne? Ich finde das aber als Location gar nicht so schlecht, weil es ist halt wirklich schwer. So komme ich ja nicht an ihn ran. Weil der gesagt, also okay, das haben sie nicht gedacht. Oder war vielleicht was gibt? Nein. War vielleicht was ganz anderes das Problem. Denn nicht die Knarre, nicht die Lautstärke, sondern vielleicht, dass irgendein Wachmann Alarm gemacht hat. Aber ja, ich weiß nicht, wie ich ihn sonst killen soll. Und weil es ja einen Dialog gibt, kann ich mir gut vorstellen, dass er das so meint, das Spiel. Nur halt, dass wir jetzt natürlich auch die beste Knarre dafür genommen haben, die man. Ich geh dir auf die Nerven, Junge. Was denn? Warum? Wer hat denn auf mich geschossen? Warum denn? Was habe ich denn gemacht? Oh, ich darf nicht zu jedem rennen. Oh, Moment, ist das echt. Das Spiel ist doch. Aber jetzt hat es mir gar keiner gehört. Oh, das Spiel ist doch nicht fair. So ernsthaft. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Missionslevel da auch. Was denn? Das sind doch alle drauf. Es wird alles in Arsch abgehen. Soll ich den loswerden? Ohne Scheiß. Ich kann ja eher schlecht durchschießen, diese kleine Anlage, weil du große Anlage ist noch nicht, ne, aber. Echt ein bisschen Vorsorge treffen. Irgendwie, dass wir langsam Stück für Stück das Lager leer fegen. So, auf jeden Turm kann dann Stück für Stück das Lager in Einzelteile machen. Stück für Stück. Wir fangen mit dem Haus, also nicht von mir aus an und hauen das Ding Stück für Stück in ein Einzellager. Und die letzten Wachen, dann ballern wir dann im Labor weg. Mit dem LMG. Hier sind jetzt 4, okay.
Wobei wir bekommen ja auch ein Überlebensmesser und eine Schutzweste und sowas dazu. Also das ist irgendein Grund haben, warum ich das hier, warum ich das bekomme. Fällst du überhaupt auf, wenn ich jetzt dich loswerden will? Fällt das auf? Ist egal. Die ich mal wegwerfen muss, okay. Wir machen es anders. Oh, Entschuldigung, die. Schnack, wir hauen die alle ein. Aber wir als Hälfte wieder drücken, okay. Arbeiten. Ihr habt ja auch nichts, ne? Ne. Und der nächste. Dass sie so alle oben weg haben. Denn. Warum denn? Woher wusste er, dass ich das machen will? Moment mal, warte. Wie kann man die Mission eigentlich neu starten? F2, F3, F4, ESC, Steuerung und Tab oder J und dann fehlgeschlagen drücken. Mit F1, nee, kann man nicht irgendwie fehlgeschlagen machen? Hallo, ich würde die Mission ganz gerne als fehlgeschlagen. Ey, es ist so dumm gemacht, ey, das Maul. Happy ab, danke. Nochmal. Nein, nochmal, hallo, nochmal bitte. Stumm. Ich weiß nicht, warum die es manchmal sehen. Was anders. Weil komischerweise gibt es ja diese Funktion. Vielleicht hört das ja auch gar keiner. Ich würde mich nicht wundern bei der KI. Es ist so ein bisschen das Lager mit einem Schalldämpfer aufräumen. Es ist die einzige Möglichkeit, die ich jetzt mal sehe, diese Mission irgendwie zu schaffen, dass wir alle das hier umbringen. Ja. Und wie sonst. Und dann alle im Ding und dann als allerletztes der Drogenbaron kommt. Den machen wir überhaupt noch nicht. Der ist egal. Weil hier kommt eine Schalldämpferknarre. Verstehe ich schon manchmal nicht, wieso ich entdeckt werde, wenn ich da hinter ihm stehe und auf einmal weiß er genau, was ich da machen will. Ich weiß nicht, ob das wohl irgendwie auch einen Grund haben, aber. Weil die KI ist ja echt stotzdumm. Dumm ist sie ja, dumm wie droht. Meinte, sie kann es ballern. Dann brauchen wir die andere Motor nicht, weil die würde ich dann ganz gerne mal hier hinlegen. Ich hole die später. Bei jedem einen. Nee, hier aufs Ding gehe. Okay, das hört gleich jeder, Okay, das geht nicht. Wo denn?
wir aber ganz schön was weggeballert. Das wird so nicht funktionieren, aber. Oder macht man diese Mission nochmal anders? Ey, ich hab keine Ahnung, wie ich mit. Okay, so komme ich auch nicht ran, weil das hören alle. Nicht leise genug. Es ist ein bisschen schwer gerade, wie ich hier vorankomme, toll. Weil ich mir auch nicht verstehe, wie sie das halt sehen. Ah, das ist mein Kollege auf dem Gang. Okay, 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 das sehen sie auch. Ich wollte nur wissen, ob sie das sehen. Hallo. Ah gut, ich wollte nur wissen, ob die das Stöpfchen überlebt oder raushole. Aber das stört sie auch. Okay, das ist also auch nicht möglich. Ach du Elend, das ist echt eine harte Mission. Neuer Versuch. Und jetzt lassen wir mal ins Haus gehen. Und da will ich alle versuchen, alle abzuknallen. Da will ich jeden. Und dann. Schön systematisch immer jeden einzelnen wegzuholzen, schön systematisch bleiben im Haus und dann vielleicht kriege ich nur den Drogenbaron. Weil wenn ich einen Drogenbaron habe, dann muss ich eigentlich nur zum Lager. Na gut, wie bekomme ich denn das befestigt? Es ist sehr, 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 sehr schwierig gerade. Aber ich guck mal, ob ich eine Schutzweste bekomme. Ich gehe aber davon aus, es soll darauf hinauslaufen, dass ich einen Bossfight mit ihm habe. Anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Wer ist es gewesen? Was? Wer denn? Nein! Die alle kommen! Nein, nein, alles gut. Beruhigen wir uns wieder. Hallo, beruhigen. Was hier passiert? Nichts, mein Freund. Wir müssen halt wieder rumrennen, das ist das Problem. Ist das der... Das ist eigentlich der Weg, oder was? Ja, wenn das jetzt der Weg ist, ne? Das wäre echt witzig. Ja, von draußen rum, kann noch rein. Weil wir sind diese noch gar nicht. So, mein Freund. Wir haben beide gleiche Knarre. Jetzt wird's spannend. Vielleicht kriegen wir dich so. Hola, Hanjo. Say hello to my little friend. I'm stronger than you, amigo. I feel no pain. Don't you have anything bigger, maricon? What is this? Come on, show me you got cojones. Why you bring that little pop gun to a shooting game? You're gonna lose, muchacho. Like a babe in the woods, huh? Come to papa. Hey, wie nervig ist denn der da mal? On my home ground now, and we're not even in the same league. Sabbelst du immer so viel? I'm gonna club you like a piñata, dump you in the river, and watch the piranhas rip you apart. You son of a... Fachen wohl alle mir, wirklich.
Ah, das war eine Geburt. Wer denn? Da oben der Scheiße. Klar, jetzt wäre natürlich alles, was ich jetzt getan habe, na klar. Ich würde mich auch wundern, wenn nicht. Lieber Pablo, die Dinge haben sich geändert. Ich hoffe, du verstehst das, da das Projekt weiterhin finanziert werden muss. Auf unsere große Bruderschaft an anderer Meinung ist, wir müssen das Projekt mehr denn je beschleunigen. Vielleicht müssen wir bald die gesamte Laboreinrichtung verlegen. Ich habe das Gefühl, dass ein Teil des Teams Angst vor den Konsequenzen hat. Bedenke, mein Freund, 47 gehört mir. Und ich könnte ihn auch dir einen Besuch abstatten lassen. Um dir eine kleine Demonstration des Könnens zu bieten. Blut und Muskeln. Professor. Ja, und jetzt? Haben wir das geschafft? Ja, aber die Mission noch nicht. Ich glaube, ist das der Weg, diese Mission erfolgreich zu absolvieren, indem man den Typen einmal abknallt? Das ist als Weg ausgedacht. Also ein ziemlich trauriger Weg, Mensch, Kinder. Was ist das denn jetzt? Ah, die Map spinnt ein bisschen. Was? Wo? Oh, fuck. Warum gibt's denn eigentlich keine Gesundheit? Ja, als ob ein Blatt ihn rettet. Ein Blatt. Wo? Ein Blatt hat ihn gerettet vom Tod, ich weiß. Wer kennt diese Story nicht? Wie viel muss ich jetzt noch umbringen? Ah, wieder auch noch. Och Leute, wie sind... Ey, das sind viel zu viele. Gehen wir alle weg. Gerade die sind gemein, die auf diesen... Türmen da sind. Ja, lass sie erstmal alle kommen. Hallo, schnell ab. Lass jetzt Bruder kommen. Ja, okay, egal. Na, sorry, jetzt beim Vivian. Oh ja, danke, dass das Ding auch richtig. Hallo! Danke. Ich würde schon ganz gerne darüber leben. Oh, die sind tot. Erfolgreich umgebracht, würde ich sagen. Warum nicht übelst. Müsste eigentlich hier ganz ehrlich immer so. Hallo, bitte sterben. Och Leute, warum hat er keine Muni mehr? Weil er kann den Wappen, er kann keine Munition aufnehmen. Ey, wird das schon kack. Das ist den Scheiß schon wieder gehört, dass ich 47 keine Munition aufnehmen kann. Kann nur die Waffe aufnehmen, aber keine Muni. Das ist wieder eine bescheuerte Mistregel. Warte. Keine Chance. Soll ich denn da jetzt weiterkommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Wie soll ich denn jetzt? Ja!
Toll, wenn ich von überall dann angeschossen werde, ich muss die... Das ist also die Taktik, die man nutzen muss. Do you have to stand that close to me? Jupp, muss ich. Tut mir leid. Das ist echt scheiße gerade. Warum will ich natürlich auf jeden einzelnen Turm gehen und hoffen, dass sie uns nicht sehen? Wenn wir das Ding um die im Hals binden wollen. Irgendwie so ein Trick. Weil. Und dann irgendwie mal gucken, ob wir die schon ein bisschen Feuer, schon ein bisschen dezimieren können. Hier so ein bisschen, hier so ein paar. Ein paar Flachpfeifen Feuer platt machen können, bevor wir uns den Drogenbaron nähern und dann schon mal das Lager wegballern. Aber darf ich da rein? Ich weiß es nicht. Oh Mensch. Ich habe keine Ahnung. Präzisionsmuni. Ja, aber kein Präzisionsgewehr. Ich will ihn auch ganz anders ausschalten, aber wenn ich kein Präzisionsgewehr finde. Wo ist denn das zugehörige Gewehr? Bis noch eine andere Lösung, weil muss ja irgendwie gehen. Wo ist es? Präzisionsgewehr, dann wüsste ich auch, wie ich das mache. Hier ist es. Okay. Endlich, Leute, weiß ich, wie man das macht.
genau so. Nein, nicht so, aber ich will es nicht immer. Yeah. Ja, wundervoll. Ja, ich habe eine Lösung. Das ist nämlich die Lösung. Okay, es war dumm, dass ich es mir einfach geklaut habe. Okay, ganz chillig nochmal. Das Ganze bei dem einen Moment ist die ganze Muni. Das andere suchen wir in Ruhe und holen das Ding. Dann müssen wir noch ein bisschen gucken, wie wir die Dinger aufteilen. Und dann müssen wir nachher noch ins Labor. Dafür würde ich dann ganz gerne aber tatsächlich die LMG wieder mitnehmen. Wenn schief läuft, dann kann ich gleich handeln. Viel Spaß.